Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Neck. Wir befinden uns hier in der Koboldfabrik. Jetzt muss ich mal kurz darauf achten. Nicht, dass ich mir meine Metallteile wegnehmen lasse. Okay. Da hätte ich mich aber sowieso wieder auffüllen können. Wow, der hat an mir schon gezogen, unglaublich. Okay, wir brauchen die sogar zwangsweise. Noch nicht voll? Okay. Na gut. Ah ne, jetzt. Ach, schade. Doktor? Kommen Sie mit? Ich hoffe es. Oh, ein Geheimraum. Hier wahrscheinlich. Jawohl. Nächste Truhe. Oh, ein Kristall, ein Amethyst. Der dritte. Ich hätte lieber ein Bauteil gehabt. Naja. Na, kommt her. Natürlich bleibt ihr darauf stehen. Das hat gut funktioniert. Ich kann mich nicht beklagen. Lauf! Okay. Bleiben die aktiv? Ich befürchte ja. Dann kommt mal her. Wow. Nee, ne. Könntest du mal herkommen? Wow. Wow. Will die an mir ziehen? Ich glaub das nicht. Ah, das reicht noch nicht, was? Das wäre ein Wunder. Nein, natürlich nicht. Okay. Es wäre auch zu verwunderlich gewesen wegen dem Weg hier zurück. Aber okay. Machen wir das Spielchen ein weiteres Mal. Na, geh da hoch, Neck. So schwierig ist es ja nicht. Okay. Na? Ah. Hi. Ja. Du mich auch. Hi. Das hat ja hervorragend funktioniert. Ja. So richtig gut. Weil wie viele Sonnenkristalle hier sind. Schaut euch mal diese großen da an. Wahnsinn. Ich nehme zumindest an, dass es auch welche sind. Na, geh doch nicht weg. Und du genauso wenig. Neue Relikte. Okay, der ist schon hinüber. Ja, sicher triffst du mich nochmal, ne? Wow, du hältst aber ganz schön viel aus, mein Freund. So, was machen die denn hier? Finden wir es heraus. Nimm ich mit.
Sehr schön. Wow, hi. Ich muss mal wieder jetzt Sonnenkristalle einsetzen. Ich habe genug. Nein, verdammt. Ich wollte eigentlich noch mitfahren. Ja, komm. Du kriegst jetzt volle Dröhnung. Wir kommen der Sache näher. Sie scheinen aus den Teilen wohl Panzer und andere Waffen zu bauen. Okay. Machen wir das doch mal so. Ah, wieder so ein Ding, okay. Und ein Geheimraum. Okay. Nein! 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 Warum? Warum muss Snack denn auch automatisch... Och nö. Warum? Das mag ich manchmal nicht, dass der automatisch schon weitergeht, obwohl man sich noch ein bisschen umgucken möchte. Toll. Ein Geheimraum verpasst. Mann. Das ist jetzt echt ärgerlich. Was? Du lebst noch? Okay. Oh nein, wie ärgerlich ist... Oh, nee. Finde ich jetzt echt nicht lustig. Toll. Da war ein Geheimraum. Wisst ihr, ich habe das aktiviert, weil sonst brauchen die immer ein bisschen mehr und deswegen... Habe ich gedacht, gut, stopfst du es schon mal rein, aber... Das ist jetzt... Das ärgert mich jetzt. Weißt du, und der hier braucht wieder zwei, ne? Mann! Warum? Geheimrang, okay. Na gut. Nehmen wir wenigstens das hier mit. Ja, toll. Rubin. Oh, hatten wir noch gar nicht. Okay. Für Vampir-Nag. Ja, es gibt auch einen Vampir-Nag. Okay. Och Mann. Aua, das war klar. So ein bisschen Splatoon-mäßig, wa? Oh Mann. Och Mann. Ich traue diesem wahren Geheimraum gerade echt nach.
Hallo, Doktor. Charlotte! Unmöglich. Du meinst, weil ich lebe, obwohl du abgehauen bist? Moment, was? Als ich damals in die Kluft gestürzt war, fanden mich Kobolde und brachten mich zu ihrem Häuptling Gundahar. Er pflegte mich wieder gesund. Tja, fast jedenfalls. Dieses Bein ist nie vollständig verheilt. Charlotte, ich habe dich wochenlang gesucht. Wenn ich dich nicht gefunden habe, dann weil du weg warst. Das behauptest du. Es ist wahr. Und was ist das alles hier? Gundahar brauchte meine Hilfe und ich hab ihm geholfen. Zuerst baute ich bessere Waffen und Rüstungen, damit er sich gegen Koboldstämme wehren konnte, die sich gegen ihn stellten. Später dann baute ich andere Dinge. Er setzt die Waffen, die du ihm baust, auch gegen unsere Siedlungen ein. Das weiß ich jetzt. Ich schätze, Gundahar hatte seine Feinde bei den Kobolden erledigt und dann einen Weg gesucht, sich an den Menschen zu rächen für die Kristallkriege. Als ich es erfuhr, hörte ich sofort auf. Charlotte, das alles tut mir unendlich leid. Aber was auch passiert ist, jetzt sind wir wieder zusammen. Bitte, uns bleibt nicht viel Zeit. Du musst mit mir kommen. Nein. Was? Wieso nicht? Durch mein Handeln ist zu viel Leid und Zerstörung entstanden. Ich fürchte, ich kann nicht mehr unter den Menschen leben. Sei doch nicht albern. Nein! Verstehe. Falls du es dir jemals anders überlegst, bitte, melde dich. Ganz egal, wo ich bin, ich komme dich holen. Das verspreche ich. Leb wohl, Doktor. Kapitel 9.3, eine unliebsame Überraschung. Da wusste ich doch, dass sie noch lebt. Das war so klar gewesen. Okay. Hi, Jungs. Mann, der schöne Geheimgang. Oh. Warum? Hi, Jungs. Boah, wenn ich diese ganzen Sonnenkristalle nehmen würde, ne? Halleluja. Oh. So einer. Okay. Sie sollten lieber zurückbleiben, sonst werden sie noch gegrillt. Noch besser? Wir treffen uns dort auf diesem Hügel. Ich schätze, dort finden wir auch Gundahar. Ein Stromschlag wäre wirklich ein passendes Ende. Sie liebt mich einfach nicht mehr. Also, ich bin kein Mensch. Aber ich glaube, es ist etwas komplizierter. Jetzt gehen Sie lieber ein Stück von mir weg, bevor das Feuerwerk beginnt. Okay, okay, okay. Ich gehe ja schon. Gehen Sie schon. Nur kein Mitleid. Sie war ja nur die Liebe meines Lebens. Neck. Auf einem gerade spreche ich davon. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Wow. Okay. Was seid ihr denn für welche? Ach so, ihr nehmt mir meine Metallteile. Alles klar. Ich verstehe. Das ist aber böse von euch. Sehr, sehr böse. Ja toll, und ich laufe direkt rein, ne? Oh. Scheint so, als muss ich die jetzt auch abgeben. Hi. Oh!
Ja, aber mit Sicherheit. Oh. Nicht getroffen, den guten Mann. War vor allem den guten Mann, ne? Mhm. Oh, du musst weg. That was close. Der ist wieder der Splatoon-Mann. Okay, Moment, euch. Erledige ich so. Neue Moment. Neue Energie. So, ach, du lebst noch. Das war irgendwie abzusehen. Okay. Ich meine, wir haben hier die Sonnenkristalle und warum nicht einsetzen? Wir kriegen hier mehr als genug. Haut ab. Jetzt aber. Okay. Das ist doch schon besser. Kümmern wir uns um ein paar Panzer und Flugzeuge. Okay. Wenn du das sagst, Nick, dann machen wir das doch. Oh. Hi. Wow. Alles klar. Weg. Oh, scheiße. Das war etwas zu spät. Oh, okay. Hallo. Ich bin da. Und ihr auch. Also das war jetzt nicht so eine tolle Quote, ne? Ah, super. Oh. Ein Aquarelikt. Auch sehr selten. Okay. Jetzt finden wir im Moment mehr Kristalle als Bauteile, ne? Hm. Ja, fehlen mir noch ein paar Bauteile. Wow. Nein. Okay. Zerstört in Monteverde. Und jetzt willst du es zu Ende bringen? Wieso? Du fragst wieso? Du zerstörst ihre Außenposten und überfällst ihre Städte und wofür? Sonnensteine und Relikte? Nick, ich behebe hier nur ein Unrecht. Heute leben die Kobolde sehr primitiv in den Wäldern und Bergen. Doch vor den Kristallkriegen hatten wir eigene Städte. Und unsere eigene Zivilisation. Ich versuche nur, das zurückzubekommen. Und ich bin bloß hier, um zu zeigen, dass Angriffe auf Menschen auch Folgen für dich haben. Du bist ihr Werkzeug. Und wir haben jetzt lange genug in den Ödlanden gelebt. Vernichte das Monster. Wer? Okay. Sein nächstes Mal gehe ich aber schnell genug weg. Aha! Na, komm mal her. Bam! Komm her. Na, es war klar, dass sie auch noch kommen.
war so klar. Ist der eine jetzt noch da, den ich... Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Eigentlich hast du voll deinen Kumpan abgeschossen, aber... Macht ja nichts, ne? Na, jetzt kommt auch noch. Natürlich. Okay. Wow! Okay. Ich glaube, sein ist erledigt sie noch nicht. Na, komm her. Okay. Ich weiß, eigentlich ist der Part zu Ende, aber passt mir jetzt gerade nicht so, um ihn zu beenden. Ich glaube aber, es wird gerade nicht wirklich besser. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, eure Katan.